einen Glauben. Er ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen. Solche Dinge und mehr solche Dinge machst du gut, bleib dran am Volk.
kostet Nerven. Jeder, der in der Mitte hat, keine Verantwortung. Vergiss dir wie wir. Alle wissen das. Sitzt damit nur da. Ein Unterschied. Auch in ein bisschen die Politik hinein. Sitzt keine Arme im Parlament. Ganz schwer, das nachzuvollziehen, was eine alleinerziehende Mutter oder eine arme Familie im Monat zur Verfügung haben kann. Können sich viele nicht hineinversetzen, die da Dinge machen. Ich kritisiere das nicht. Ich weiß selber, von was ich rede. Und ihr auch. Aber es gibt schon Unterschiede. Ob ich ein Kind mal zur Welt gebracht habe oder so, wie ich noch nie eins auf die Welt bringen werde. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Wir reden über Dinge, wenn sie uns betreffen, dann werden sie konkret und dann weiter wir auch und weiter. Also wir haben es reden, es wird über alles geredet. Was betrifft dich nicht? Wir gehen raus und reden was anderes weiter. Ja, so ist der Mensch. Geduldig in der Bedrängnis. Ach.
singt uns wieder vor.
Menschen auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum reisen wir in alle Höhen der Welt und singen vereinstimmend das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
siehst du, dass wir im Arzt
Jahres umgehen. Das heutige Evangelium erinnert uns daran, wenn Menschen Angst haben, ist es gut, wenn sie nicht allein sind. Und wenn Menschen Angst haben, sitzt Jesus mit ihnen im gleichen Boot. Schön ist, wenn es diese Zusage im Alltag immer mal wieder einfällt. Das ist mein Wunsch für euch alle, für mich und für uns. Schön, wenn es diese Zusage, ihr seid nicht allein, ich bin bei euch. Auch wenn ihr meint, ich schlafe, der wird uns führen als Gast auf Erden in seine Himmel hinein. Darauf freuen wir uns. Deshalb singen wir Halleluja. Ich denke, dass wir die neuen geistlichen hier im Haus
Vielen Dank. Aber das ist
Sehr geehrte Mitfeiernde und ehrenwerte Gäste, liebe Mitglieder der Räte und der Pfarrgemeinde, Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Pfarrer Jugend, liebe Bernhard. Ein Abschied betrifft viele Aspekte und Dimensionen, praktische wie Umzug, rechtliche, das Dekret über den Ursprung, das ich heute im Namen des Bischofs erreichen darf, das ist ein Trend. Aber es gibt auch weitere Seiten, so emotional. Abschiede werden oft gesungen, einige Lieder haben wir ja gehört. On my next act, I'm ready to go. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Abschied oder sagt man Abschied, heißt es Herz. Und ich sehe uns wiedersehen, machte Gott dich fest in deine Hand. Lässt Atemmal. Oder bist du meins auch, wenn es besonders schmerzt. Da kommt vieles zum Schwingen, sich nicht immer in Worte fassen lässt. Und ich möchte nur dennoch ein paar Worte machen und den Dank des Bistums und Bischofs zum Ausdruck bringen. Wechsel aus dem aktiven Berufsleben in den Ruhestand ist ein wichtiger Schritt, der einen innen halten lässt. Erinnerungen werden da wach, was hinter uns liegt. Dem vergangenen Dank und dem kommenden Ja, so hat es da kam es hier einmal auf den Punkt gebracht. Im Rückblick auf ihre Zeit im Einsatz für das Reich Gottes im Bistum Mainz schreibt der Bischof in seinem Abschiedsbrief von dem scheidenden Pfarrer: Können Sie auf reiche Jahre schauen? Schloss sich die Zeit als Kardinal von St. Augustin Philipp an. Mit 35 Jahren wurden sie Pfarrer und übernahmen die Gemeinde in Eichen und Diebsheim. Später kam Alzheim dazu. 2002 sind sie nach Essen gewechselt und die Pfarrstelle in Leifling St. Kilian und St. Hausen St. Wendelinus zu übernehmen. Umsichtig haben sie die pastoralen Prozesse begleitet und wurden Leiter der neu entstandenen Pfarrgruppe. Ihre Beständigkeit und Großherzigkeit erleichtert es vielen weit über die Pfarrei hinaus mit der Kirche in Kontakt zu kommen und eine Heimat zu finden. Fest verwurzelt in der katholischen Tradition haben sie Menschen angesprochen, die nicht zum klassischen Milieu dieser Sonntagsgemeinde zählen. Seelsorge für die Vorratfahrerinnen ist legendär. Durch ihre humorvolle Art haben sie viel zum Zusammenhalt auch der Mitbrüder im christlichen Dienst beigetragen. Danke.
besser machen. Und von daher danke für deinen Dienst hier, aber auch an den Stellen vorher im Bistum. Und ich möchte die Entlassungsurkunde kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr Pfarrer Guggerell, Ihrem Wunsch und den Vorschriften des kanonischen Rechts entsprechend, versetze ich Sie mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in den Ruhestand. Für Ihren langjährigen segensreichen Einsatz im Dienst der Kirche von Mainz spreche ich Ihnen den verdienten Dank aus. Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Segenswünschen Ihr Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz. So ein Abschied betrifft den Pfarrer, aber ja nicht allein. Dazu gehört auch die Gemeinde, Sie gehören dazu. Und es ist auch für Sie eine deutliche Zäsur und ein Einschnitt. Durch die vielen Umbrüche in der Kirche, auch durch den pastoralen Weg im Bistum, spüren viele, dass es ständig Veränderungen gibt. Und ich danke zunächst allen, mitwirken, mitdenken und mitarbeiten. Ein Pfarrer allein kann wenig bewirken, wenn es nicht viele Menschen gibt, die ihn unterstützen und ihm zur Seite stehen. Egal, ob das Hauptamtliche oder Ehrenamtliche sind, ob das Menschen sind, die in den Gremien unterstützen oder am Ende eines Festes aufbauen. Ohne sie alle ginge Gemeinde nicht. Und daher auch an Sie alle ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott. Und auch für die Gemeinde gilt dem Kommenden ein Ja. Es geht weiter. Gewiss anders. Aber Selzer, der auch da ist, ich freue mich darüber, dass sich bereit erklärt, die Administration der Pfarrei zu übernehmen und so weiter, sich dieser pastorale Raum schon etwas aus. Unterstützt wird er auf Seiten der Hauptamtlichen von anderen Mitarbeitenden und neuen Team mit Pfarrer Winfried Disser dazu kommen. Er wird auch mein Verbinder im Pfarrhaus wohnen, sodass noch jemand vor Ort ist. Ich bitte Sie sehr, den neuen Raum genauso herzlich auf- und anzunehmen, wie Sie es bei meiner Angehörigen getan haben. Dekanat, wir haben es bei der Einführung schon kurz gehört, laufen ja noch die Beratungen, ob das Dekanat Seligenstadt in Zukunft eine oder zwei Pfarreien haben wird. Der Übergang ist spannend für alle, auch für uns in Mainz, vor allem für die Personalpolitik mit Verantwortung. Bitte Sie sehr, diese Veränderungen und auch Corona nicht zum Anlass zu nehmen, sich zurückzuziehen. Es wird noch mehr an Taufen und die Gefirrten in Zukunft ankommen. Lassen Sie bitte immer Platz, damit Neues Leben sich entfalten kann. Am Anfang spielt nicht die Ernte, sondern oft die mühsame Arbeit des Sämanns auf dem Feld oder des Winzers im Weinberg des Herrn. Ende spielt dann die Ernte, das Brot und der Wein, die wir dankbar in der Eucharistie zum Altar haben und das Fest.
Keine Sorge, auch ich als Dekan bestimme von den Fußballfans eine rote Karte einhandeln. Ich will es also kurz machen. Lieber Lannert, lieber Michael, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, ich habe schon in Mainfrieden vor einer Woche gesagt und insgesamt ist das jetzt die dritte Verabschiedung für den Lannert, die ich so mit erlebe. Ich könnte noch ein paar folgen, aber ich denke, das reicht dann auch. Ja, wir sagen vom Dekanat her von Herzen Danke, du hast uns mitgeprägt in diesen 19 Jahren, lieber Bernhard. Und ich weiß auch von so manchen Treffen der geselligen Art, da bist du ja auch dafür bekannt, dass du ja auch das offen zugibst, gehst auch mit einem weinenden Herzen auf der einen Seite, mit der Freude, dann mal mehr Ruhe zu haben und lassen. Ich lasse jetzt etwas zurück, hier habe ich seelsorglich gewirkt. In allen Facetten des Dekanates, du warst viel dabei, du warst im Schreibwerk, du warst beim Gesellen, du hast den Stammtisch vorhin erwähnt. Der Stammtisch, das ist ein Arbeitsessen, das muss man mal betonen. Nicht nur auf Füchsentollerei, so nebenbei essen wir auch, aber es wird vieles durchgekaut, was mit dem Essen nichts zu tun hat. Also da hast du was mit der Wir danken dir von Herzen, wir haben das ja schon zum Ausdruck gebracht, auch bei der Dekanatskonferenz vorgestern auf der Jungfrau Neide. Der Priesterreferent Michael Gutzert, wir kennen uns ja auch unheimlich lange schon seit der Seminarzeit, hat es ja auch eben gesagt, dass vieles zu tun ist im Rahmen des pastoralen Weges. Am 7.7. werden wir in der Dekanatsversammlung, die in St. Marien in Seligenstadt sein wird, dann ein Votum abgeben, ob wir in diesem größten Gremium des Dekanates dann für einen oder zwei Vereine künftig sein werden. Das wird dann nochmal ins Weite gegeben und dann werden wir sehen, was in der Phase 2 dann im nächsten Jahr dort entschieden wird. Unsere Abstimmung ist nur ein Votum geschlossen, wird das dann natürlich bei den anderen Dekanaten, bei den anderen 19 in Mainz. Also lieber Bernhard, vielen, vielen Dank für dein mystisches Tun und du hast es vorhin, das hat mich sehr berührt, sehr deutlich gesagt, dass es ein friedlicher Wunsch an Sie und an uns alle ist, mit dem Herrn verbunden zu sein. Ich denke, da hast du vieles in deiner Verkündigung gesagt und auch vorgelegt, dass dir das ein Grundlage ist. Von Herzen wünsche ich dir Dank. Natürlich auch, dass du auf deine Gesundheit schaust und der Frau Müller danken wir ganz herzlich, dass sie auf dich aufpasst. Vielen Dank für alles, auch den Sie, der dein Nachschläger wird so mit dazugehören. Du bist ja eigentlich offiziell schon jetzt im Ruhestand, aber dein Herzen. Ja, von Herzen Gottes Segen, vielen Dank, viel Gesundheit und ja, bleib uns gut verbunden. Wir denken gerne an dich. Du siehst noch was wieder. Ich muss sagen. Der Nächste, den
wir vor uns haben und der unser meisten bedarf, gleichgültig, ob er verwandt ist oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, und ob er der Hilfe moralisch würdig ist oder nicht. Die Liebe Christi kennt keine Grenzen. Edith Stein, ermordet von den Nazi-Verbrechern. Jüdisch gewesen, Jüdin, ist dann katholisch geworden auch. Ich darf den Segen Gottes für uns alle, für euch alle errichten. Herr, sei mit euch.